Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Smallland. Ja, ich bin schon ziemlich weit gekommen heute, weil ich habe schon mal aufgenommen und war mit der Aufnahme aber sehr, sehr unzufrieden und deswegen nehme ich das Ganze nochmal auf. Deswegen kann es sein, dass einige Sachen schon im Inventar sind, wie zum Beispiel das hier, ne? Und das hier und das hier. Aber ich war mit der Aufnahme unheimlich unzufrieden und die scheinen uns hier nichts zu tun, die Kleinen. Das sind, glaube ich, Arbeiter, die tun keinem was. Die lassen wir auch in Ruhe. Und ich habe auch schon mit Kalev geredet. Und deswegen nicht wundern, dass manches schon ausgeblendet ist. Aber ich war sehr unzufrieden mit der Aufnahme. Weiß auch nicht warum. Bin heute nicht so gut drauf. Aber es soll ja so eine Tage geben, ne? Schön. Aha. So, dann quatschen wir mal mit ihm. Zum zweiten. Also, Vorhut, was führt dich an dieses Flussufer? Deswegen hatte ich hier schon mal. Was machst du hier? Ich soll Bergleute des kleinen Volks begleiten und bewachen. Was ist hier geschehen? Warum arbeitet niemand in der Mine? Eine Tragödie. Einer der Tunnel ist eingestürzt. Und die meisten Bergleute sind umgekommen. Der Bergbau ist zurzeit eingestellt. Weißt du etwas über Steinmetzarbeiten? Ich weiß da so ein, zwei Sachen. Stein bearbeitest du mit einer Schnittmühle. Wir haben keine Ressourcen, um einen guten hier zu bauen. Aber du könntest eine Schnittmühle improvisieren, indem du Artefakte der Riesen verwendest, etwa Kronkorken oder Schrauben. Wo kann ich so etwas finden? Ja, wir haben es ja schon gefunden. Kronkorken findest du oft an Sandstränden, bei angeschwemmten Flaschen. Schrauben sollte es in der Nähe von Artefakten der Riesen geben. Was kann ich sonst noch mit einer Schnittmühle machen? Du kannst so etwas wie eine Mühle benutzen, um Saatenöl aus Saaten zu gewinnen. Wo sollen wir denn hier Saaten finden? Na ja gut, wir werden es rausfinden. Oder Holz abschmürgeln, um verfeinertes Holz zu bekommen. Mann, du kannst sogar Feuerstein zurechtschneiden und dir so neue Waffen und Werkzeuge machen. Oh, cool. Kann ich diese Steine abbauen? Klar, aber du brauchst eine Spitzhacke. Die sind teuer und wir geben die nicht einfach so raus. Aber vielleicht kannst du dir ja selbst eine machen. Einige dieser Ameisen, die roten, haben erstaunlich kräftige Mandibeln. Darauf kannst du dir an einer Werkbank eine Spitzhacke machen. Das wäre nützlich. Wo soll ich nach diesen roten Ameisen suchen? Die gibt es überall in diesem Wald. Aber als wir den Bergbau eingestellt haben, sind einige in den unteren Teil der Mine gezogen. Gleich nördlich von hier. Aber pass auf, das könnten zu viele für dich sein. Danke, dann würde ich das auch tun. Ich habe es ja schon probiert. Naja, so ganz ohne sind sie nicht, wie man sieht. Wir haben schon Bums. Und ich bin mal gespannt, was uns hier noch so erwartet. An Getier. Ich hätte gerne einen kleinen Marienkäfer, aber bei dem hätte ich Angst, dass ich den gleich wieder verliere. Bei meinem Glück. Guten Tag, Frau Rote Ameise. Ich komme. Huhu. Nicht weglaufen. Guten Tag. Na? Ich weiß gar nicht, wie viel Mandibel man da braucht. Wie viel haben wir denn jetzt? 4. Reichen die schon? Oder wollen wir noch eine machen? Aber da unten sind noch. Oh, da unten sind so viele. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Mandibeln man braucht. Wir können ja nochmal eine machen. Oder 2. Oder 3. Oh, jetzt waren es aber zu viele. Ja, die sind jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, da gibt es schlimmere Viecher. Das haben wir mit der Rüstung gar nicht gefragt gehabt, ne? Aber ich nehme an, da wir hier mit Stein arbeiten müssen, könnte es durchaus eine Steinrüstung sein. Wir gehen nochmal fragen. Ich weiß bloß nicht, wie viel Mandibeln man braucht. Wir haben 8 Stück, na mal gucken. Oh, wups. Ja.
Also nochmal von vorne nach oben. So. Wo geht's denn hier nach oben? Da geht's nach oben. Haben wir jetzt alle platt gemacht hier unten? Und jetzt pass auf, wo du hinspringst, ne? Das, so ist das nämlich auch, weißt du, ich wollte da nur lang latschen und machen, muss ein bisschen hüpfen und dann ist der abgerutscht und dann, ja, bin ich ins Wasser und dann war ich tot. Aber wir haben es ja bekommen, zum Glück. Hui. Das ist dann auch doof, ne? Lauf langsam, Junge. Er ist ja Mädchen. Ey, fragen wir mal wegen der Rüstung. Das habe ich jetzt nämlich vergessen. Es wird schon wieder dunkel, ne? So. Hallo, Kalef. Ich wollte mal was fragen. Was hast du da für eine Rüstung an? Habe ich selbst mit Steinen aus der Mine gemacht. Unglaublich robust und ein guter Schutz gegen die Kreaturen, denen du vielleicht am Strand begegnest. Apropos, Skadi hat aus Ressourcen jener Gegend eine bemerkenswerte Rüstung geschaffen. Aha. Kannst du mir auch sowas machen? Ja. Stein. 8, 16, 24. Eieieiei, 40, ne? Na gut, dann gehen wir morgen zu Skadi, würde ich sagen. Und machen uns die Rüstung erstmal heute hier. Würde ich mal behaupten. Denn die werden wir ja brauchen. Ah, jetzt muss ich wieder zurückspringen, ne? Kleine tut uns hier nichts, ne? Nö, die interessiert sich für uns gar nicht. Erstmal was, du hast Hunger. Ja. Das sollte ich mir vielleicht auch mal da oben drauflegen, ne? Dann brauche ich nicht immer ins Inventar gehen. Ja, war ja jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch schlimmere Viecher hier gibt, die uns hier zusetzen werden. Denke an die da oben. Wir müssen hier runter, glaube ich. Nee, da für die Bienen sind wir noch nicht so weit. Die lassen wir besser noch links liegen. Ja, das ist ein Arbeiter. Moment. Schaffen wir das? Oder sterbe ich jetzt hier gleich wieder? Ja, nee. Oder ich werde erstmal angegriffen. Nein, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Komm, wir sollten nach Hause. Nein, ich will nach Hause. Oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen hier. Komm, Yolo. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, Mensch, Mädchen, Alter, ey. Ist das jetzt hier unser Baum oder bin ich wieder falsch abgebogen? Nee, schon richtig. Aber ist nicht unser Baum. Ich glaube, unser Baum ist, glaube ich, dahinter. Müssen wir mal gucken. Ja, halt doch mal die Klappe hier. Echt. Ich glaube, wir sind hier noch so in so einem Anfangsgebiet, ne? Kann mir gut vorstellen, dass es noch schlimmer wird hier. Jetzt nicht sammeln, geh nach Hause. Wer weiß, vielleicht kommt gleich wieder Unwetter. Ach, guck mal, das ist wieder eine Schraube. Aber wir haben ja Schrauben. Oh, ein Holz mit. Ist das unser Baum? Ja, eigentlich müsste es unser Baum sein. Komm, lass mich doch in Ruhe. Komm. Mann, es wird dunkel. Wir müssen nach Hause. Da ist unser Baum. Mensch. Nerv nicht. Ach, zur Nacht schön Gewitter. Das ist was Herrliches. So. Lass uns mal nach oben gehen. Und dann... Ja, den Strand erkunden können wir noch nicht. Aber das kommt jetzt.
Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Oh, wir müssen unser Schwert reparieren. Ja, so schlimm finde ich das jetzt nicht. Vielleicht sind es die Anfangsviecher. Oh, da hinten ist Mothman. Bring mich mal in mein sicheres Gefilde, bitte. Ja, okay. Oben, bitte. Da sind die Motten. Zum Glück sind wir hier oben sicher. Das wäre was, ey. Hier oben noch angegriffen werden. Ah, die Augen von ihr, ne? In Dunkelheit. Voll cool aus. So. Gehen wir mal schlafen. Dann machen wir uns die Schapitzhacke. Guten Morgen. Du bist ausgeruht, aber hungrig. Ja, so hungrig bist du jetzt noch auch wieder nicht. So. Wir gucken mal. Holzschwert. Wir müssen erstmal reparieren. So. Mandibelspitzhacke. Die können wir sogar bauen. Ach, eine brauchst du da bloß. Das eine ist eine Schraube, ne? Haben wir denn noch Platz hier drin? Blau, ne. Wir sind out of... Ich sag ja, wir sind out of... Nein. Wo ist die Schraube? Die kannst du dir hier rüberpacken. Wir haben nämlich schon Schrauben. Die Mandibeln kannst du auch rüberpacken. Kann man irgendwas kochen hier? Ach, die Köpfe. Dann machen wir die doch gleich. Ameisenspieß. Es kommt wieder Regen auf, ne? Voll. Ja, sie war mal fleißig. Nein, das geht doch mal rüber. Das können wir auch hier lassen. Da haben wir auch schon ein bisschen was. Holz, ja, Holz. Wir brauchen unbedingt ein größeres Lager, ne? Also das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr mitnehmen, großartig. Aber wir haben drei Fackeln, ey. Wo ist denn die Spitzhacke da, ne? Wo packen wir die denn mal hin? Gut, dann lass uns mal loslatschen. Ja, ich brauche immer, ich drücke immer E. E ist für mich immer, in allen Spielen immer so. Ne? Ich muss mich erst dran gewöhnen. Dann gehen wir mal Stein holen, würde ich sagen. Ja, das wird schon noch. Mich würde mal interessieren, das dürfte hier das Anfangsding sein, ne? Oder kriegen wir daher noch Holz oder Stein? Ich hätte gern Steinhaus. Oder aus Pilze. Aus Pilzziegel. Being grounded. So, auf geht's. Mal gucken, wo wir hier Stein finden. Aber ich glaube, da rennen wir wieder in unser Stadtgebiet. Da werden wir wahrscheinlich fündig. Und da werden wir dann Stein finden. Ich weiß gar nicht, 40 Stein war das, ne? Man muss es trotzdem nochmal Holz und Faser mitnehmen. Sag mal, macht die mich hier blöd an, oder was? Die nächste, die mich blöd anmacht. Was soll denn das? Kommt ihr denn auf einmal alle her? Da unten ist Stein, aber... Ja, das ist wie Grounded. Hatte ich eine gesehen, haben mich alle gesehen, ey. Das ist so. Nimm noch ein bisschen mit.
40 Steine. Das werden wir hier nicht schaffen. Dann müssen wir wieder darüber springen. Dass wir dann wenigstens heute die Rüstung zusammenkriegen. Ein Stück, ne? Ja. Ja, dann brauchst du ja Fasern. Glaube ich. Harz werden wir auch wieder brauchen. Also müssen wir doch alles wieder mitnehmen. Du haust dich auf den Stein, das weißt du schon, ne? Aber ich nehme mal ein bisschen mehr Stein mit, weil wir brauchen ja auch noch die Schnittmühle. Ja, du sollst länger drücken, dann geht das automatisch. Das. Oh, guck mal, die Schrauben sind wieder da. Also tun die ab und zu mal respawnen hier. Die Sachen. Ich dachte, die sind dann weg. Nein! Ach, scheiße. Weißt du was, wir müssen Schutz suchen. Oh, nee, nerv doch nicht jetzt, ey. Müssen mal darauf. Wir müssen hier rauf. Dass wir zu Herne kommen. Wir hätten jetzt auch nach Hause laufen können, aber das will ich jetzt nicht. Ach, das ist immer doof mit dem Wetter, ey. Das ist dann, ja. Oder sind wir auch bei Herne sicher? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust zu sterben hier. Ja, da mache ich jetzt einen Schnitt, würde ich sagen. Gut, Knut, der Sturm ist vorbei. Wir können weitermachen, aber wir haben ein bisschen was verloren an Zeit. Das weiß ich, aber wir können dann hier ein bisschen was mitnehmen hoch. Wir gehen nochmal zu Kalef. Ich will heute die Rüstung haben, dass wir morgen dann losziehen können. Dass wir morgen, in Richtung Skadi mal gehen können. Das würde ich schon ganz gerne tun. Ich möchte mal ganz gerne wissen, was der für eine Rüstung hat. Ich weiß noch nicht, ob wir wirklich zum Strand gehen sollten, weil wir haben nur noch diese schwachen Werkzeuge, aber eigentlich müssten wir das, ne? Rein theoretisch. Rein theoretisch müssten wir das machen. Warte mal, wir werden mal jetzt... Ich werde mal jetzt in Richtung Kalef gehen. Ich hoffe, wir haben genug Matt. Warte mal, nimm mal nochmal mit hier. Ja, dann nimm aber auch gleich noch Harz mit. Bei Fasern wirst du auf jeden Fall brauchen. Und dass wir nicht wieder die Hälfte liegen. Ist mir nämlich beim Rendern oder beim Schneiden aufgefallen, dass ich öfter mal was hab liegen lassen. Ich habe zwar F gedrückt, aber ich habe es nicht aufgesammelt. Ja, die Kleinen tun uns nichts. Ne? Dass wir wenigstens heute noch die Rüstung bekommen. Nee, du rennst schon wieder zurück. Nee, du rennst nicht zurück. Du rennst genau in die richtige Richtung. Nimm mal noch Harz mit. Ja, ja, ja. So. Und das war alles noch mit hier. 50. Ja, das ist, was ich meine. So. Auf, wie geht's? Boah, Alter, was ist denn das hier, ey? Ich schaff das nicht. Ach, guck mal, was wir haben liegen lassen. Ein Ameisenkopf. Ich sag dir, wenn du eine rufst, rufst du alle. Das ist so.
Kommt eine, kommen alle. Ich hoffe, das kommt keine. Doch. No, jetzt lass mich aber mal in Ruhe hier, ey. Was soll denn das? Ich will doch nur meinen Stein holen gehen. Ganz in Ruhe. Ganz gemütlich. Ganz in Ruhe, ganz gemütlich Steinchen farmen gehen. Klein, tun uns nichts. Nimm es mal ordentlich Stein mit, würde ich sagen. Kürzlich waren es, glaube ich. Die brauchen wir auch. Du haust wieder nicht auf den Stein. So. Was hast du denn jetzt? Ja, wir brauchen noch. Ja, wenn ich mal was, ein Teil der Rüstung los erstmal. Aber ich wollte hier eigentlich nicht nochmal her. Zack. Was dürften hier oben genug Steine sein, dass wir das hier wegkriegen? Die Rüstung. Man sollte sich immer ein zweites Schwert mitnehmen, ne? Ne, 40 waren es ja, ne? So. Dann nehmen wir die beiden auch noch mit. Aber wir nehmen jetzt ordentlich Stein mit. Ich nehme jetzt noch einen Stein mit. Oder wollen wir den anderen auch noch mitnehmen? Weißt du was, dann haben wir mal ein bisschen was zu Hause. Oh, die Spitzhacke ist fast durch, ey. So. Lass uns die Rüstung machen gehen. Ich nehme mit. Ich nehme mit. So, hallo, hallo Kalev. Lass doch den Kopf nicht so hängen, Kalev. Alles wird wieder gut. Rüstung. Also einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, das ist doof, was, dass man die Rüstung hier nicht... Wie ist Viech greift mich jetzt an? Ey, guck mal, 7 Steine haben wir nur noch. Ja, supi. Sieht doch gut aus. Na? Sieht doch gut aus. Sehen genauso aus wie Kalev. Dankeschön, Kalev. So, warte mal. In welche Richtung müssten wir eigentlich? Aber das ist ein ganz schöner Weg, ne? Wäre das schon so gut, dass wir da hinlatschen? Ich weiß es nicht, aber wir müssen erstmal auf... Nein, kein Gewitter. Nimm mal noch ein bisschen Stein mit. Oh, wir hatten doch gerade das Unwetter. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, damit du in naher Zukunft keine Videos mehr verpassen tust. Ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.